Vor 10 Jahren dachte ich, dass Jugendhilfe und Schule ganz viel brauchen, um sich überhaupt erst mal gegenseitig zu verstehen. Wer macht was nicht? Ein Stück weit die Überwindung der traditionellen Trennung der Systeme. Hier sollten sich zwei Systeme auf Augenhöhe begegnen, um am gemeinsamen Ziel der Verantwortungsübernahme, Bildung und Erziehung in der Berliner Schule zu arbeiten. Dass sich die beiden Systeme, Jugendhilfe und Schule, wirklich wechselseitig so anregen können, dass sie zusammenwachsen. Aber ich hatte den Glaube an die Vernunft des Notwendigen, weil ganz klar war, eine Profession alleine schafft es nicht, Bildungsprozesse umfassend auf den Weg zu bringen. Dass wir gemeinsame Fachstandards entwickeln, an die sich alle halten. Dass wir weniger Energie verlieren, indem wir miteinander kämpfen, sondern Energie gewinnen, indem wir gemeinsam auf die Kinder und die Jugendlichen schauen. Die optimale Kommunikation zwischen beiden Partnern. Dass Synergien entdeckt werden und zum Tragen kommen. Wir hatten das große Ziel, dass jede Schule mit einem freien Träger der Jugendhilfe zusammenarbeitet. Und auch, dass neben Schule und Jugendhilfe weitere Partner am Tisch sitzen, die dafür wichtig sind. Dass Kinder und Jugendliche und ihre Bedürfnisse und Bedarfe Ausgangspunkt sein müssen für Entscheidungen. Das ist so eine Art Schule, wo multiprofessionell gearbeitet wird. Dass man sich mit einem Vertrauen begegnet. Dass alle beteiligten Partner lernen dürfen, dass Verbindlichkeit nicht wehtut. Dass man sich als eine geborene Verantwortungsgemeinschaft ansieht. Schule und Jugendhilfe sollten ihre jeweiligen Fachkompetenzen zusammenbringen. Und sich im besten Falle als eine Struktur und eine Institution fühlen. Das war das Ziel. Den größten Erfolg sehe ich darin, dass wir uns alle um ein besseres Verstehen des anderen Systems bemühen. Wir haben Vertrauen geschaffen und wir haben auch uns auf gemeinsame Fachstandards verständigt. Es sind sehr viele Übersetzungsleistungen getätigt worden. Dass es an vielen Punkten gelungen ist, ein Stück weit in Richtung gemeinsame Verantwortung zu gehen. Wir brauchen verlässliche Strukturen von der Kooperation Schule und Jugendhilfe und im Großen und Ganzen funktioniert das in Berlin bereits sehr gut. Es wurden Koordinationsstellen in den Bezirken eingerichtet. Und wir haben es jetzt geschafft in diesem Doppelhaushalt, dass diese Koordinationsstellen unbefristet in den Bezirken weiterarbeiten können. Es gibt inzwischen eine Selbstverständlichkeit, mit der Jugendhilfe einen Platz an der Schule hat. Dass Träger der freien Jugendhilfe Wertschätzung erfahren und zunehmend in die Kooperation eingebunden werden. Und es gibt die Anerkennung, dass man zusammenarbeiten muss, um bestmögliche Unterstützung dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin zu geben. Man kann die Position des jeweils anderen Partners besser verstehen. Dass Strukturen geschaffen wurden, die die Zusammenarbeit befördern. Und die Zusammenarbeit, die nun auch auf einer Grundlage ist, die nicht zufällig ist, sondern die gesteuert ist und die gewollt ist. Viele Bildungseinrichtungen arbeiten schon sehr gut zusammen, zum Beispiel Schulen und Kitas. Ich glaube, ein großer Erfolg war, die waren die ersten Schulstationen. Das Landesprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen ist massiv ausgebaut worden. Es wurden Bildungsverbünde in den Sozialräumen auf den Weg gebracht. Als Erfolg sehe ich auch, dass die Nachfrage an bezirksbezogenen Fortbildungen zu diesem Thema stark zugenommen hat. Ein Riesenerfolg ist die Jugendberufsagentur meines Erachtens. Und auch die Zusammenarbeit im Sozialraum. Der Rat der Bürgermeister hat sich jetzt überlegt, dass man die Ressorts doch anpasst aneinander.
Die Kooperation Schule und Jugendhilfe ist ein Beitrag zur Aufnahme und Integration vieler Geflüchteter gewesen. Einer der größten Erfolge ist die Umsetzung bezüglicher Rahmenkonzepte in jedem Bezirk. Das Entscheidende ist die Haltungsfrage und das bedeutet Wissen voneinander und Wissen vom Umgang miteinander. Und da ist man ein großes Stück vorangekommen. Zwei unterschiedliche Systeme treffen aufeinander. Auf der einen Seite haben wir fest verankerte Lehrkräfte, die selbstverständlich finanziert werden über ein staatliches System. Auf der anderen Seite haben wir von jährlichen Zuwendungen abhängige sozialpädagogische Fachkräfte. Ich denke, dass wir an vielen Stellen sowohl in den Köpfen der Beteiligten als auch in der organisatorischen Zuständigkeit nach wie vor große Abgrenzung haben. Und dass es, glaube ich, auch auf beiden Seiten teilweise Ressentiments dem anderen Bereich gegenüber gab. Überhaupt voneinander zu wissen, was sind genau die Aufgaben des jeweils anderen. Die Überwindung des unterschiedlichen Verständnisses der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Dass es Unklarheiten gibt bezogen auf die verlässliche Teilnahme an den jeweiligen Hilfekonferenzen. Zu wenig personelle Kontinuität. Dass wir nicht für manche Bereiche ein gemeinsames Budget haben. Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben. Dass die zeitlichen Ressourcen sehr knapp sind. Und der allgemein herrschende Fachkräftemangel. Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen. Eine große Herausforderung ist die Personalknappheit und auch der Personalwechsel. Man kann also feststellen, dass es ein zu geringes Wissen voneinander und von den Institutionen gibt. Menschen, die neu in die Systeme hineinkommen, müssen sich ja erstmal zurechtfinden. Die Jugendhilfe wird aus meiner Sicht nach wie vor allzu oft als Dienstleister für Sachen, die nicht funktionieren, benutzt. Schule geht davon aus, dass Jugendhilfe irgendwann hilft, wenn sie nicht mehr weiterkommt. Jugendhilfe will nicht Reparaturbetrieb sein. Ja, die Jugendhilfe sieht sich zunehmend auch mit der Anforderung konfrontiert, die schulische Förderung durch Jugendhilfeleistungen zu unterstützen oder gar zu ersetzen. Die Begegnung auf Augenhöhe ist nach wie vor schwierig. Wo kein Wille ist, ist auch ein Geht nicht. In diesem Sinne ist an ganz vielen Stellen eine wirkungsvolle Verantwortungsgemeinschaft beider Seiten noch nicht realisiert. Hier müssen wir auf jeden Fall gemeinsame Lösungen finden. Wenn wir ins Jahr 2030 gucken, also jetzt in 10 Jahren, weitere 10 Jahre, dann müsste die Überwindung der Systeme tatsächlich gelungen sein. Es sitzen alle Beteiligten am Tisch, neben Schule und Jugendhilfe, vor allen Dingen auch die Bereiche Kultur, Gesundheit und Weiterbildung. Kooperation und multiprofessionelle Arbeit sind in allen Bereichen selbstverständlich. Dass ein ganzheitliches und vielfältiges Bildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht. Und vor Ort haben wir entsprechend die gleichberechtigte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Es muss möglich sein, Differenzen zu benennen und auf den Tisch zu legen und dann daraus gemeinsam Neues zu entwickeln. Dass mehr Ressourcen in beiden Bereichen vorhanden sind. Für das Feld schulbezogener Jugendsozialarbeit verfügen alle bezirklichen Jugendämter über ausreichende Stellenanteile. Dass beide Institutionen ausreichend mit qualifiziertem Personal ausgestattet sind und die Zuständigkeiten gegenseitig bekannt sind. Dass es niemals mehr vorkommt, dass jemand sagt, ich habe keine Zeit und ich kann an der und der Sitzung nicht teilnehmen. Die Standards werden erfüllt von allen Seiten, die wir miteinander vereinbart haben. Der Generationswechsel der jeweiligen pädagogischen Fachkräfte wurde im Sinne eines Wissensmanagements berücksichtigt. Weniger Projektstrukturen, sondern vielmehr langzeitverlässliche Sachen, auf die sich die Familien
stürzen könnten. Dass die Ansprachen auch zwischen den Akteuren in der Schule und der Jugendhilfe gut funktionieren und eine Familie damit optimal durch die beiden Systeme gefördert wird. Beteiligungsmöglichkeiten in den Social Media, wenn wir jetzt die Kinder- und Jugendbeteiligung ausbauen zum Beispiel. Dass genau hingeschaut wird, was benötigen, was brauchen Kinder und Jugendliche, um sowohl in ihrem Bildungsprozess erfolgreich zu sein, als auch in ihrer persönlichen Entwicklung und vor allem auch in der Entwicklung hin zu Bürgern eines demokratischen Staates. Das schulische Curriculum wäre um die Entwicklungskonzepte der Jugendhilfe selbstverständlich erweitert und würde gemeinsam reflektiert und weiterentwickelt werden. Dass wir die Bildungschancen generell von allen Kindern und Jugendlichen optimieren können. Dass man Schulen tatsächlich erfolgreich in Form von Lebensorten weiterentwickelt hat. Bildungsangebote werden bedarfsorientiert und kooperativ mit Ressourcen ausgestattet und auch finanziert. Die Schule wäre ein Ort des Ausprobierens, der Entfaltung und ein Ort, an dem man gerne ist. Und dass für die Betroffenen, um die es geht, es gar nicht mehr darauf ankommt, ob es sich jeweils um eine schulische Leistung oder um eine Leistung der Jugendhilfe handelt. Die Prozesse, die gestaltet werden, die werden mehr vom sogenannten Endverbraucher gedacht, also mehr von den Familien gedacht, dadurch, dass die sich mehr einbringen können. Die Übergänge, zum Beispiel zwischen Kita und Schule oder auch zwischen Schule und Beruf, werden unterstützt. Und dass auch Kinder und Jugendliche, wenn es Probleme gibt, schnelle Hilfeleistungen bekommen. Die Bildungschancen wären für alle gleich. Mit besseren Schulabschlüssen, mit besseren Lebensperspektiven. Die Verringerung von Schuldistanz und die Erhöhung von Abschlüssen bei Schülerinnen und Schülern. Alle Kinder gehen gern zur Schule und haben keine Sorge, beschämt zu werden. Und nicht zuletzt, glaube ich, muss es besonders auch darum gehen, die Kinder und Jugendlichen mehr und besser und wirkungsvoller zu unterstützen, die zum Kreis der sozial Benachteiligten gehören. Wir lassen uns ganz klar daran messen, wie der individuelle Bildungsanspruch gelingt.